Den Karo-König, okay, und den möchte ich jetzt nach oben kontrollieren. Dazu muss ich nur meinen Finger schnippen und er springt schon nach oben. Herzlich willkommen zu Mr. Tricks Adventskalender Türchen Nummer 2. Alter, dieser Job ist so unterbezahlt. Moin, liebe Trickster, und willkommen zu diesem neuen Adventskalender Türchen. Heute ein ganz besonderes Türchen, denn es ist der erste Adventssonntag. Wir sagen euch alle liebe Advent. Bevor es losgeht, denkt dran, es ist Adventssonntag. Das bedeutet, ich habe es ja gestern angekündigt in meinem ersten Adventskalender Türchen. Checkt bitte erstmal das gestrige Video, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, in der Infokarte da oben. Ich verlinke es euch auch in der Videobeschreibung, falls ihr das Video erstmal zu Ende schauen wollt. Und in der Endcard könnt ihr es auch nochmal anklicken, damit ihr versteht, wie ihr hier heute mitmachen könnt. Heute gibt es nämlich das erste von 4 Mr. Tricks XL Merch Gewinnspielen. Ihr könnt ja den ganzen Adventskalender über meinen offiziellen Matti Merch bestellen. Lel. Danke. Lel. Damit ihr ihn zu Weihnachten unter dem Tannenbaum liegen habt. T-Shirts, Pullover, Hoodies, also Pullover mit Kapuzen, Handyhüllen, Tassen. Ich habe alles für euch vorbereitet in 3 verschiedenen Designs. Es gibt sogar ein Zaubertrick-T-Shirt. Ein Merch-T-Shirt von mir, mit dem ihr einen unglaublichen Zaubertrick vorführen könnt. Alles weitere dazu habe ich im gestrigen Video genau erklärt. Wie gesagt, checkt die Infokarte, schaut euch das erste Adventskalender-Türchen bitte an, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Heute am ersten Advent könnt ihr einen 50-Euro-Gutschein für meinen Merch-Store gewinnen. Dazu wähle ich einen zufälligen Gewinner aus allen Bestellungen, die gestern schon reingekommen sind. Also wenn auch du mitmachen möchtest, klick dich in den Link in der Videobeschreibung ganz, ganz, ganz oben. Bestell dir was aus meinem Mr. Tricks XL Merch Store und vielleicht bist du derjenige, der beim zweiten Adventssonntag gewinnt als Gutschein für meinen Shop. Am Ende des Videos löse ich auf, wer der Gewinner ist, und ich werde ihn auch in diesem Video kontaktieren, dass ihr seht, dass das nicht nur Gelaber ist, sondern ich mein's wirklich ernst. Aber kommen wir jetzt erstmal zum Spread Call. Heute möchte ich die Zeit nutzen, die mir der Adventskalender gibt, und über etwas sprechen, was für mich das Allerwichtigste in der Zauberei ist, nämlich der Spread Call, der allerwichtigste Kartencontrol. Wir können eine und auch mehrere Karten aus dem Kartenspiel an jede Stelle kontrollieren. Ich kann die 5. Karte an 13. Stelle kontrollieren. Ich kann die Karte des Zuschauers nach oben, nach unten, in die Hände des Zuschauers kontrollieren. All das mit dieser Technik. Immer wieder habe ich schon darüber gesprochen, immer wieder ein paar Dinge daraus erklärt, aber heute möchte ich mich ganz ausführlich damit beschäftigen. Nehmt euch bitte Zeit, schaut euch das Video bitte von Anfang bis Ende an und genießt jede Sekunde davon. Ich baller euch gleich richtig voll mit super wichtigen Informationen. Dem Spread Call wird nachgesagt, dass er auf den österreichischen Magier Johann Nepomuk Hofzinser zurückgeht, aber es gibt auch Quellen, die noch weiter zurückgehen. Deshalb ist es ein bisschen schwierig, das genau festzulegen, aber er wird im gemeinen Magier-Volksmunde auch Hofzinser Spread Call genannt. Ja. Bevor ich euch zeige, wie das Ganze funktioniert, demonstriere ich euch erstmal, was man alles für krankes Zeug mit dem Spread Call machen kann. Fangen wir einfach mal mit dem allersimpelsten an. Eine Karte nach oben kontrollieren. Sagen wir mal, unser Zuschauer zieht den Karo-König, okay, und den möchte ich jetzt nach oben kontrollieren. Dazu muss ich nur meinen Finger schnippen und er springt schon nach oben. Wir können natürlich auch mehrere Karten gleichzeitig kontrollieren. Sagen wir mal, ich will die 4 Asse kontrollieren, okay? Hier wäre das Karo-Ass, das Kreuz-Ass lag direkt daneben. Dann gibt es noch hier das Herz-Ass und irgendwo ist das Pik-Ass auch noch. Wo befindet es sich denn? Genau hier, okay? Und die 4 Asse möchte ich jetzt für einen Trick benutzen. Ihr habt gesehen, die waren irgendwo mitten im Kartenspiel verteilt, aber ich habe für meinen Trick die 4 Asse jetzt schon nach oben kontrolliert und kann direkt einen 4 Asse Trick machen. Ich kann auch noch was ganz Verrücktes damit machen. Sagen wir mal, mein Zuschauer zieht in einen Trick diese Karte hier, Pik 10, ja? Bitte merken, nicht vergessen, okay? Ich schiebe sie sogar etwas vor, dass ihr sie die ganze Zeit sehen könnt. Und ich drehe jetzt mal diese beiden Karten hier um, okay? Karo 6 und Pik 5. Die sind jetzt meine beiden Portalkarten, okay? Und das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen seltsam an, aber ich teleportiere jetzt in dieses Portal die Pik 10 rein, okay? Achtung und... Ihr seht jetzt, was ich meine. Schaut mal. In das Portal. Ja, das heißt, zwischen meine beiden Portalkarten wandert eine Karte und das ist natürlich die Pik 10. Ich erkläre euch jetzt, wie ihr das Ganze nachmachen könnt, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Zauberei Basics mit Mr. Tricks XL. Erstmal vorweg ein ganz wichtiger Geheimtipp: je neuer das Deck ist, desto einfacher ist der Spread Call. Sonst ist es ja oft so, dass beim Einüben ältere Karten besser sind, aber hier, ich sag's euch, je frischer die Karten sind, je besser sie sich auffächern und aufspreaden lassen, desto einfacher geht, warum ist die hängen geblieben, der Spread Call für euch. Das hier sind übrigens die blauen Visa-Karten. Ich glaube, die gibt es noch bei Just Card Store. Es gibt auf jeden Fall noch Visa-Karten. Ich verlinke sie euch natürlich in der Videobeschreibung, dass ihr dazu schlagen könnt. Schritt für Schritt
wie funktioniert der Spread Curl? Ich habe ihn schon mal in einem Video erklärt, nämlich in dem Video, wo ich euch diesen Portaltrick erklärt habe von Dan und Dave. Infokarte da oben, wenn ihr das Ganze schon mal lernen möchtet. Aber ich möchte hier auf die Grundtechnik an sich noch einmal viel genauer eingehen, denn das habe ich noch kein einziges Mal in keinem einzigen Video ganz ausführlich gemacht. Es fällt mir super schwer, in diesem Video offen mit euch darüber zu reden, weil ich eigentlich finde, dass der Spread Curl so eine kranke Geheimwaffe ist. Eigentlich will ich das gar nicht laut im Internet sagen, dass es das überhaupt gibt, weil es einfach zu krass ist. Andererseits will ich, dass ihr die besten Tricks, die euch nur möglich sind, vorführt. Ich will, dass ihr gute Tricks vorführt und nicht irgendwelche bescheuerten Tricks. Und so gesehen finde ich es dann wieder in Ordnung, das euch zu erklären. Also es ist bei mir gerade so ein bisschen so ein Gewissenskonflikt. Aber es überwiegt für mich die Tatsache, dass ich will, dass ihr gute Tricks vorführt und dass ihr den Leuten zeigt, wie cool Zauberei eigentlich ist. Und deshalb jetzt bitte genau zuhören und genau nachmachen, was ich mache. Schnappt euch ein Kartenspiel, egal welches. Poker, Skat, Doppelkopf, Rumee, das ist egal. Und damit tun wir jetzt Folgendes. Also, an sich, ich mache es einmal im Schnelldurchlauf. An sich funktioniert der Spread Curl so, dass ich die Karten auf spreade, deshalb spread, ja, also die Karten ausbreite. Aus diesem Spread heraus nehme ich eine Karte, zum Beispiel die Kreuz 4, und ich mache es jetzt mal versetzt nach oben, dass ihr genau seht, was passiert. Die Kreuz 4 kalle ich jetzt hier rüber, okay? Und jetzt ist sie unten gelandet. Das war jetzt im Schnelldurchlauf der Spread Curl. Ich zeige es euch noch einmal so aufgedeckt, dass ihr genau seht, was passiert. Sagen wir mal, ich will die Pik 9 jetzt kallen, dann passiert das genau hier. Okay, so funktioniert der Spread Curl in schnell. Und ich zeige euch jetzt Schritt für Schritt, wie das funktioniert. Erstmal ganz wichtig, ihr müsst die Karten gerade aufspreaden, waagerecht, in einer Linie zur Seite. Als Linkshänder von links nach rechts, als Rechtshänder natürlich genau andersrum. Ja, das kann ich gar nicht. Als Linkshänder meine ich, habe ich es gerade falsch rum gesagt? Egal. Gerade aufspreaden, und es hilft euch, wenn ihr das Deck im Straddle Grip haltet. Nicht im Mechanics Grip, sondern im Straddle Grip. Das heißt, euer kleiner Finger ist unten und oben ist der Zeigefinger, weil in dieser Position, ja, die Finger halten die Karten hier im Schacht. Die Karten können nur gerade eure Hand verlassen, okay? Das hilft euch. Kleiner Tipp an dieser Stelle. Ihr spreadet die Karten ganz sauber auf und wir nehmen jetzt beispielsweise diese Karte hier. Ich mache den Curl so, jeder macht ihn anders. Ich mache ihn folgendermaßen. Ich zeige die Karte mit meiner linken Hand so den Zuschauer. Wenn er eine Karte jetzt gezogen hätte und er hätte sie unterschrieben, wie auch immer, dann hätte ich gesagt, okay, schieb die Karte irgendwo hin und der Zuschauer will sie hier hinschieben. Wie dem auch sei, ich würde die Karte jetzt so in meiner linken Hand mit dem Daumen zur Seite schieben und meinen Zuschauer zeigen. Pik Dame in dem Fall, okay? So zeige ich dem Zuschauer, hier ist die Karte, ich habe noch nichts ausgetauscht oder so. Und ich hatte die Karten ja vorher perfekt aufgespreadet, okay? Ganz gerade. Und hier ist die Pik Dame. Ich zeige sie dem Zuschauer und jetzt passiert der Move. Ich komme mit meiner rechten Hand mit den aufgespreadeten Karten hier rüber. Ich lege sie über die Pik Dame. Und jetzt passiert unterhalb des Decks der Move. Mit meinen rechten Fingern hier, mit dem Mittel- und Ringfinger hauptsächlich, ziehe ich jetzt die Pik Dame so nach rechts rüber, okay? Und das passiert gleich super schnell. Ich halte mit meinem linken Daumen hier die Karten fest. Das ist auch nochmal ein wichtiger Tipp, damit alles an Ort und Stelle bleibt. Ich schiebe sie also gerade übereinander. Mein linker Daumen berührt von oben die Karten. Das hier ist die Pik Dame. Mein linker Daumen drückt von hier aus drauf. Und jetzt kann ich ganz sauber die Pik Dame hier rechts rüber schieben. Ich mache es versetzt nach oben, dass ihr seht, wie ich es meine. Moment, ich mache es einmal versetzt, okay? Dadam, dadam, dadam. Hier ist die Pik Dame. Das war gerade im Prinzip Classic Force. So. Ich schiebe sie jetzt mal halb nach vorne. Mein linker Daumen schiebt sie rechts rüber. Sie sind bündig übereinander. Mein linker Daumen berührt von oben die nächsten Karten hier. Und mit dem Ring- und Mittelfinger, der Zeigefinger darf auch mithelfen, ziehe ich die Karte hier jetzt zur Seite und halte sie hier fest unter dem Spread, okay? Unterhalb des Spreads halte ich jetzt die Karte fest und zwar schön mit meinen rechten Fingern. Dadurch bleibt sie an Ort und Stelle. Ich zeige euch das gleich von unten. Ich filme gleich wirklich von unten nach oben und zeige euch die Gegenperspektive, falls ihr hier struggled habt. Und jetzt kann ich hier im Prinzip einen kleinen Spalt öffnen und alle Karten da drauf schieben, okay? Jetzt nicht hier so, wenn wir die so weit runterhängen lassen, dann sieht unser Zuschauer das von vorne, wie ihr sehen könnt. Aber so sieht der Zuschauer gar nichts, okay? Wenn ich so mache, sieht der Zuschauer nicht, was passiert. Und eigentlich schiebe ich die Karten die ganze Zeit über meine Pik Dame und habe sie nach unten kontrolliert, okay? Ich filme einmal von unten nach oben, dass ihr seht, was ich meine. Der Zuschauer wählt eine Karte aus, sagen wir mal die hier, okay? Die Pik 10. Und jetzt passiert der Move, Achtung, ich ziehe die Pik 10 so rechts rüber, zack, und schiebe die anderen Karten darüber, sodass die Pik 10 unten landet. Noch einmal, macht bitte mit mir mit. Schnappt euch eure Karten, macht mal mit. Wir spreaden das Deck auf, ganz sauber. Und jetzt möchte ich die Kreuz-Dame kallen. Ich komme hier rüber mit den anderen Karten.
Und wenn sie bündig sind, ziehe ich mir in einer ganz schnellen Bewegung die Kreuzdame rechts rüber und halte hier einen Spalt, sodass ich alle anderen Karten darüber schieben kann und meine Kreuzdame unten landet. Und jetzt zeige ich es euch mal in Echtzeit von unten. Ich mache es jetzt wirklich in Performance-Geschwindigkeit, wie bei einem echten Zuschauer, ja? Karo 7, alles klar, zack. Und schon habe ich sie mir hier gekallt. Es ist gerade ganz unangenehm für mich, die Handposition so zu halten. Deshalb sorry, dass ich es ein bisschen verkrampft mache. Aber so läuft der Kall ab. Der Zuschauer zieht eine Karte. Sagen wir mal hier die Herz 4. Ich zeige sie so meinen Zuschauern. Zack. Und jetzt kalle ich die Herz 4 rechts rüber. Und wenn ich mehrere Karten kallen möchte, Herz Ass, zack, schiebe ich es rechts rüber. Schiebe alle Karten darüber. Und jetzt möchte ich den Herz König auch kallen. Dann ziehe ich den Herz König rüber zum Herz Ass und habe beide Karten hier offen, okay? Sorry, das ist so komisch gerade, wenn ihr wisst, wie ich hier über der Kamera hänge. So, und eine dritte Karte noch, Herz 8, okay? Auch die ziehe ich mir hier jetzt rechts rüber und habe alle drei Karten hier und habe sie hiermit nach unten kontrolliert. Und jetzt wechsle ich mal wieder die Perspektive, weil das ultra cringe gerade ist für mich. Also, ich hatte eine Karte genommen, zack, die Herz 6, ich habe sie rechts rübergezogen. Ja, die ist jetzt hier, ich mach's versetzt. Und wenn ich mehrere Karten nehmen will, zack, Kreuz 9, dann ziehe ich auch diese rüber. Und zwar unterhalb der Herz 6. Hier ist die Herz 6, okay? Und die nächste Karte, die ich kallen will, die ziehe ich, zack, hier runter. Und beide Karten landen dann hier unten. Und so kann ich beispielsweise hier das erste Ass nehmen, rechts rüber kallen. Es hängt hier noch. Ich gehe jetzt zum nächsten Ass. Das wäre jetzt beispielsweise, wo ist es denn? Da, das Karo Ass. Ich ziehe auch dieses rechts rüber und habe hier beide Asse. Auch das Kreuz Ass kommt rechts rüber. Und als letztes das Pik Ass. Da liegt es, zack. Und schon habe ich alle vier Asse nach oben gekallt, okay? Nicht nur nach unten kann ich Karten kallen, nein, ich kann sie auch von dritter an 13. Stelle kallen, hatte ich gesagt. Sagen wir mal, ich will die fünfte Karte nehmen und sie an 20. Stelle kallen. Dann nehme ich die fünfte Karte hier, die Pik 9, ziehe sie rechts rüber. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 19, 20. Und ich will sie jetzt hier an 21. Stelle haben. Dann schiebe ich die gekallte Karte, ich zeige das nochmal versetzt, ich schiebe sie einfach hier an der Stelle rein. Okay, das heißt, oh, das ist so schwierig zu erklären vor der Kamera. Ich nehme jetzt hier die gekalte Karte, Pik 4, und ich schiebe sie einfach dahin, wo ich sie haben will, okay? Und zwar muss ich sie nicht hier mit den Fingern nach links rüberschieben, sondern im Schließen der Karten, im Schließen schiebe ich die Karte, die ich kallen möchte, zum Beispiel hier Karo 4, im Schließen schiebe ich die Karte an die Stelle, an der ich sie haben möchte und dann landet sie genau hier. Mal am Beispiel des Portaltricks. Ich hatte eine Karte den Zuschauern gezeigt, ich hatte sie ja übereinander. Pik Bube. Ich kalle den Pik Buben rechts rüber und schiebe die nächste Karte vor, damit es aussieht, als wäre es der Pik Bube, aber es ist schon längst eine ganz andere Karte. Ich habe nach wie vor hier den Pik Buben im Kall, hier unten. Und während ich sie hier gekallt habe, drehe ich zwei Karten um, beispielsweise die beiden. Zack. Und jetzt kalle ich den Pik Buben zwischen diese beiden Karten, okay? Zwischen die beiden Karten. Während ich das Deck zusammenschiebe, landet der Pik Bube hier einfach dazwischen. Während ich das zusammenschiebe. Und jetzt kann ich meinen Portaltrick machen. Wie gesagt, ich hatte ihn euch ja in der Infokarte erklärt. Zack. Ups, da kam jetzt leider eine zweite Karte mit. Das passiert manchmal. Und zack. Zwischen den beiden Portalkarten landet jetzt die Karte des Zuschauers, okay? Und jedes Mal, wenn ich den Spread-Call erkläre oder generell, wenn er zur Sprache kommt, bekomme ich immer eine bestimmte Frage. Warum ist das Bild eigentlich so hell? Nicht die Frage, sondern ich bekomme immer die Frage, Matti, was mache ich, wenn ich zum Beispiel die Asse kallen will? Hier liegt plötzlich ein Ass. Oder wenn ich jetzt die Herz 8 in dieser Position kallen will oder die Herz 6 oder sogar die Kreuz 9. Was mache ich in diesem Fall hier? Ich könnte jetzt natürlich versuchen, ganz cringy die Herz 8 zu kallen, ohne sie zu weit zu ziehen, also so. Das würde sogar meinem Zuschauer nicht auffallen, aber es ist für uns sehr unangenehm und wir wollen ja, dass es uns gut geht, während wir zaubern. Wenn ich eine bestimmte Karte kallen will, zum Beispiel bei Any Card at Any Number, der Zuschauer soll eine Karte sagen und ich bringe sie nach oben, um dann mit Second Deals oder wie auch immer ich das machen will. Der Zuschauer sagt eine Karte und ich will sie nach oben kontrollieren. Und der Zuschauer würde jetzt zum Beispiel Herz 6 sagen. Ich fange an, die aufzusprayen und ich sehe schon die Herz 6. Nicht verzagen, wir heben das Deck jetzt einfach ab und bringen die Herz 6 an eine andere Stelle. Das kann ich versteckt machen, beispielsweise mit einem Herman Pass, okay? Dann passe ich die Herz 6 viel weiter in die Mitte rein und kann sie von dort aus ganz in Ruhe nach oben kallen.
Ich brauche diesen Zwischenschritt gar nicht unbedingt machen. Angenommen, die Herz 6 wäre jetzt hier an dritter Stelle von unten. Ich könnte sie auch an dieser Stelle schon passen, okay? Herz 6, zack. Ist natürlich ein bisschen cringe, so ein Herman Pass mit 3 Karten, aber wäre an sich auch möglich. Ja, ich muss ja nicht immer den Karl machen. Oder ich mache es offensichtlich und sage, okay, Kreuz 8 hast du gesagt, guck mal, deine Karte ist hier, aber das ist ein bisschen zu einfach. Ich habe sie zu schnell gefunden. Guck mal, wir bringen das Deck jetzt mal ein bisschen durcheinander. So, und jetzt ist es für mich viel schwieriger, deine Kreuz 8 ausfindig zu machen. Ich glaube, hier ja, mitten in der Mitte ist die jetzt irgendwo. Ja, wenn sie in der Mitte ist, dann ist es für mich schwieriger, deine Karte zu finden. Und jetzt habe ich sie schon nach oben gekallt und der Zuschauer glaubt, sie wäre noch in der Mitte. Und dann sage ich, ungefähr mittig könnte ja deine Kreuz 8 sein. Was glaubst du ungefähr, in welcher Position? Was? So 24? Okay, dann zähle ich 24 Karten ab. Du glaubst also wirklich, das ist deine Kreuz 8? Und dann mache ich meinen Topper-Move von Frank Garcia und es ist die Kreuz 8. Den Move hatte ich euch ja auch erklärt in dem Video da oben, siehe Infokarte. Ihr seht also, es gibt so viele Möglichkeiten. Sorry, ich war gerade ein bisschen schnell, aber das war jetzt auch schon eher so eine fortgeschrittene Variante. Deshalb habe ich es in einem Tempo erklärt, in dem es Fortgeschrittene verstehen. Wenn ihr Anfänger seid, dann solltet ihr eh langsam damit anfangen, erstmal den Kall einzuüben und ihn sauber performen zu können. Ihr braucht dieses ganze komplizierte Zeug nicht. Es reicht euch wirklich, wenn ihr eine Karte sauber kallen könnt, ohne dass euer Zuschauer das sieht. Kreuzbube in dem Fall. Und solange der Zuschauer den Move nicht sieht, zack, dann ist euer Kall schon gut. Okay, dann könnt ihr ihn benutzen und ihr müsst nicht dieses ganze fancy Zeug damit beherrschen. Das kommt mit der Zeit von selbst. Das ist die Grundtechnik des Hofzinsers Spread Call einmal zusammengefasst. Ich hoffe, dieses Video hat euch jetzt geholfen dabei. Im Vergleich zu meinen anderen Videos, in denen ich den Call angesprochen hatte. Aber noch nicht abschalten, denn jetzt kommen wir zur Verlosung. So Freunde, ihr seht, ich bin auf dem Zufallsgenerator.net und ich werde ihm jetzt eine Zahl generieren lassen. Ich habe hier die Liste mit den Bestellungen offen und ich zähle dann einfach von oben runter, die wievielte Bestellung gewinnt. Es geht um 50 Euro Einkaufswert für meinen Shop. Leider habe ich eure Bestellnummern aktuell nicht auf dieser Liste stehen. Die kriege ich nämlich erst, wenn der nächste Print Run läuft und der nächste Druck läuft leider erst in 16 Stunden. Ihr seht, ich mache das gerade um 13.20 Uhr. In 40 Minuten geht dieses Video online. Ich hoffe, mein Laptop rennt da zu schnell. Und die Zufallszahl lautet 28. So, hier ist die oberste Bestellung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Hier hat jemand, du bist ein Telefon, bestellt. Und zwar einen Hoodie, ein Frauent-T-Shirt in weiß, den Hoodie in Navy-Blau und die dunkelblaue Tasse hat diese Person bestellt. Und zwar das Ganze gestern am 1. Dezember um 18.14 Uhr. Um 18.14 Uhr gab es zwei Bestellungen, wie ihr sehen könnt, aber hier hat jemand auch was aus dem Dab-Index bestellt. Darum geht es jetzt nicht. Die Person, die hier um 18.14 Uhr aus dem Du bist ein Telefon-Shop diese drei Artikel bestellt hat. Du meldest dich bitte bei mir per E-Mail contact@mrtrixxl.de und du leitest bitte deine Bestellbestätigung weiter. Also ihr checkt jetzt bitte alle eure E-Mails, ihr checkt bitte, um welche Uhrzeit eure Bestellbestätigung kam. Und wenn genau du siehst, oh mein Gott, das ist genau meine Bestellung, dann leitest du mir bitte deine Bestellbestätigung weiter. Ja, du klickst auf E-Mail weiterleiten und leitest diese E-Mail an contact@mrtrixxl weiter und dann kriegst du von mir per E-Mail den Gutscheincode. Dazu werde ich hier links einfach auf Promotions klicken und dann seht ihr, ich kann hier irgendeinen Code eingeben, zum Beispiel Lell. So, dann sage ich Rabatt und stelle dir dann 50 Euro ein. Das steht jetzt hier auf Dollar, keine Sorge, das kann man noch umstellen. Und dann klicke ich auf Rabatt hinzufügen und nur du kannst mit nur mit genau deinem Code, das wird natürlich nicht Lell sein, du Gewinner kannst dann für 50 Euro nochmal bei mir bestellen. Und alle anderen, die jetzt nicht gewonnen haben, keine Sorge, ihr bleibt im Pott und ihr könnt nächste Woche Sonntag vielleicht 75 Euro gewinnen. Wer weiß. So viel dazu. Danke fürs Anschauen dieses Videos und vielen Dank an alle, die gestern bei mir bestellt haben. Das bedeutet mir mega viel. Das war ein ganz, 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 ganz schöner Abend und ich wünsche euch einen ganz, ganz schönen ersten Adventssonntag. Wir sehen uns morgen um 14 Uhr zum nächsten Video. Oder, Tobi? Okay.